Schöne Grüße hier aus Fuerteventura. Der Flug nach Fuerte sind so 4, 4,5 Stunden. Der hat ganz gut geklappt, auch mit kleinem Kind dabei. Das war, ja, nee, war gut. Und jetzt sind wir hier in der Anlage. Was man sagen muss, der Flug ist okay, und dann kommt man an. Das ist so, dass der Flughafen auf Fuerteventura direkt am Meer ist. Also man landet so parallel zur Küste und hat so das Gefühl, man steigt aus, es ist warm und dann jetzt ist Urlaub. Und dann kommt noch eine ungefähr einstündige Busfahrt bis hier runter in den Urlaubsort selber. Ja, und das ist ganz schön nervig. Stellt euch vor, ihr seid sonntags unterwegs als, weiß nicht, 2- oder 3er-Flight und ihr habt zwei riechende 4er-Flights für euch. Das ist ein ähnlich gutes Gefühl. Ja, das zieht sich halt. Es ist landschaftlich, wer die Insel kennt oder nicht kennt, sagen wir mal speziell. Ist ein bisschen, so stelle ich mir vor, wenn man auf dem Mars landet. So sieht es aus. Also viel Geröll, viel Steine, wenig Vegetation. Und ab und zu mal ein paar Ziegen, ab und zu mal ein bisschen Bebauung. Ja, und dann fährt man so eine Stunde eben durch diese Mondlandschaft und dann ist man hier im Club. Da hinten kann man das Meer erahnen. Ja, so. Also das ist wirklich toll hier. Man fährt auch die ganze Zeit an der Küste entlang, sodass man so ein bisschen auch was sehen kann. Ja, ich habe mal geguckt, das Internet hier ist nicht so überragend gut von der Übertragungsrate her. Deswegen werde ich die Videos, die ich hier erstelle, erst nach dem Urlaub, also in der Zeit so Ende Juli, hochladen können. Ich werde versuchen, ein paar Übungsvideos hier zu machen. Haben wir eine schöne Terrasse, wo ich auch Trainings gebe. Ja, und ich mache einen Vortrag morgen zum Thema Faszien. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den mitgefilmt. Und ansonsten hier den wöchentlichen Vlog. Wird kaum bis gar kein Golf geben. Und dafür vielleicht ein bisschen mehr Impression hier von Fuerteventura. Es ist Open-Woche und da möchte ich natürlich auch kurz meinen Senf dazugeben. Ich glaube, Andy Sullivan hat eine ganz gute Chance. Andy Sullivan ist jetzt bei der Scottish Open, ich glaube, geteilter 5. oder sowas geworden oder geteilter 3. mit 2, 3 Schlägen Rückstand, ist dann ein paar Wochen richtig gut drauf. Ist ein cooler Typ, wer die Videos mit Mark Crossfield gesehen hat. Das war sehr sympathisch und ja, also ihm würde ich es gönnen. Und ich glaube, er ist ein Geheimfavorit jetzt in Troon. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, die üblichen Verdächtigen. Also mein Tipp ist Andy Sullivan. Heute ist, was ist heute eigentlich? Freitag. Gutes Zeichen, wenn man im Urlaub die Tage ist. Heute ist Freitag, 2. Runde der Open. Und ich sitze hier ziemlich alleine in der WM- oder Fußball-Corner hier im Club und schaue gerade die 2. Runde. Barbara Watson ist gerade auf die Runde gegangen, Martin Keimer vor 10, 15 Minuten die Runde beendet. Ja, und gucken wir es ein bisschen an, also ein bisschen Golf im Urlaub muss auch sein. Und es sieht nicht gut aus für Andy Sullivan, also der wird den Cut nicht schaffen. Das ist mein Tipp, schon mal tot. Moin zusammen, heute ist der Montag nach der Finalrunde der Open. Und ich muss gestehen, ich habe leider gestern keine Zeit gehabt, das zu verfolgen. Henrik Stenson hat gewonnen. Und ich habe jetzt heute früh den letzten Putt gesehen. Das war ein ganz gutes Ding. Und wenn man sich anschaut, die Finalrunde, die er abgeliefert hat mit 8 unter Par, müsste eine 63 gewesen sein. Und aber auch dem, was Phil Mickelson gespielt hat, glaube ich, eine 6 unter Par Runde gespielt. War das wohl ein super Shootout, ein super Rennen, was sie sich geliefert haben, um den Sieg bei der Open. Und ja, also ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht habe live sehen können. Hier war einfach zu viel zu tun, was ja auch ganz gut ist. Mein Geheimtipp Andy Sullivan am Ende, ich glaube, geteilter 12. Martin Keimer hat es am letzten Tag erwischt mit 3 über Par. Landet, glaube ich, in den Top 30 oder sowas, bin ich jetzt nicht sicher. Ich werde mal gucken, ob ich zu Hause die Finalrunde nochmal schauen kann als Aufzeichnung. Das wird ja sicherlich wiederholt werden die nächsten Wochen. Ja, das war schon, sah schon nach ganz guten Golf aus, einfach vom Ergebnis her. Heute geht es dann wieder zurück nach 2 Wochen nach Deutschland. Ich hoffe mal, das Wetter ist ähnlich gut. Ich glaube, von den Temperaturen her gar nicht so weit weg. Hier haben wir so knapp 30 Grad, aber etwas weniger Wind in Deutschland wahrscheinlich. Und was ich gehört habe, auch ziemlich wieder
Gewitterlage. Also ja, freue ich mich so halb drauf, aber ich freue mich natürlich wieder nach Hause zu kommen. Eine Sache noch, die jetzt gerade ganz aktuell ist. Es gab ja so ein bisschen Kritik an Rory McIlroy für seine Art zu trainieren bzw. Muskulatur aufzubauen. Da habe ich heute auch einen sehr schönen Artikel von Dr. Greg Rose vom TPI verlinkt bzw. geteilt auf der Facebook-Seite von Athletiktrainer für Golfer, wo sehr schön beschrieben ist, warum es Sinn macht für einen Golfer, der eine hohe Dynamik im Schwung hat, einfach auch ein bisschen mehr Masse zu haben. Und im besten Fall ist es eben Muskelmasse und nicht Körpermasse in Form von einfach viel, nennen wir es mal, Fett. Jetzt ab der kommenden Woche geht es bei mir wieder weiter mit Training, Projekt 2x40. Und ja, da sind auch die ersten Turniere geplant. Letzter Spieltag von der DGL steht an. Am Sonntag spielen wir in Köln, Roggendorf, kämpfen dann noch um den Klassenerhalt. Simultan ein Punkt zurück und ein oder zwei Schläge. Und am Samstag vorher werde ich in Mettmann das Mettmann Masters spielen. Großes Turnier. Und bin ich mal gespannt. Den Platz habe ich noch nicht gespielt. Eine gute Zeit und danke fürs Anschauen. Bis später. Ciao.